Sie kennen sicher alle folgendes Problem. Sie haben wieder einmal zu viel Essen eingekauft oder Sie wollen kürzer in den Urlaub fahren und haben noch einen vollen Kühlschrank. Was machen Sie jetzt mit all diesen Lebensmitteln? Oder? Sie kennen auch bestimmt folgendes Szenario. Sie kommen nach einem langen, harten Arbeitstag nach Hause und der Kühlschrank ist leer, Sie haben nichts gekocht und Sie wollen nicht schon wieder für teures Geld Essen bestellen. Wir haben uns überlegt, wie man diese zwei Probleme kombinieren könnte und eventuell eine Lösung finden könnte. Und dabei haben wir folgendes Konzept entwickelt, nämlich eine App namens Will Essen. Ja, ich werde nochmal kurz was Allgemeines zur Lebensmittelverschwendung erzählen. Und zwar ist diese bekanntermaßen, also hat negative Auswirkungen auf das Klima. Und ja, betroffen sind hier Privatpersonen, sowie Produzenten, Produzentinnen, aber auch Landwirte, Landwirtinnen. Und ja, auf den Bildschirmen sieht man hier eine Grafik, auf der die Klimawirkung der vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Österreich dargestellt wird. Und man sieht hier, dass mehr als 50% aus den Haushalten kommt, was man vielleicht nicht glauben würde. Und das in Kombination mit dem SDG 12.3, das besagt, dass bis 2030 die Pro-Kopf-Lebensmittelverschwendung auf 50% reduziert werden soll, haben wir uns eben gedacht, dass man eben hier bei Haushalten und Privatpersonen ansetzen sollte. Genau, aber wie wollen wir jetzt mit unserer App diese Probleme konkret lösen? Also dafür haben wir drei Hauptfeatures. Das erste ist, dass Privatpersonen einfach und digital, wenn sie zu viele Lebensmittel gekauft haben oder auch zu viel gekocht haben, das einfach an Personen in ihrer Umgebung weitergeben können. Da hatten wir auch das Konzept, dass Gruppen erstellt werden können, das heißt zum Beispiel für einen Wohnblock. Und wenn dann jemand zu viel Essen hat, kann das einfach, anstatt es wegzuschmeißen, weitergegeben werden. Das zweite Konzept ist, dass auch Landwirtinnen und Landwirte sehr einfach ihre Produkte oder auch Produkte, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, direkt an Konsumentinnen und Konsumenten verkaufen können. Dadurch haben sie nämlich auch höhere Margen, da sie es nicht an die Supermärkte als Broker sozusagen verwendet werden. Und eben auch Produkte, die wie gesagt nicht der Norm entsprechen können, ebenfalls einfacher verkauft werden. Und außerdem haben wir noch das Konzept, dass Rechnungen eingescannt werden können. Und somit können wir dann die Verwenderinnen und Verwender der App warnen, wenn eben ein Produkt, das sie gekauft haben, bald abläuft, dass sie das eben möglichst bald verkochen können. Hast vielleicht irgendjemand eine Banane? Ich habe eine, ich wollte sie gerade wegschmeißen. Perfekt, danke schön. Herzlichen Dank. Vielen Dank, bravo.